Notbetreuung im Kindergarten. Ideen zum Abstand halten und zur Kommunikation mit Zuhausegebliebenen. Hallo, das ist Marianne. Sie ist in einem Kindergarten für die Notbetreuung zuständig. Im Moment begleitet sie 2 Kinder durch diese schwierige Zeit. Allerdings sind bereits mehr angekündigt, da die Kapazitäten der Kinderbetreuung zu Hause in vielen Familien ausgeschöpft sind. Es ist auch für Marianne sehr schwierig, denn aufgrund der unterschiedlichen Zuständigkeiten im Elementarbereich konnte nicht ganz klar kommuniziert werden, wie die Betreuung der Kleinsten aussehen soll. Die einen sagen, es ist wichtig, auch in der Arbeit mit den Kindern eine Maske oder einen Gesichtsschutz zu tragen, für andere ist das unvorstellbar. Sie wäscht und desinfiziert sich natürlich oft die Hände und versucht vor allem, den Kontakt mit Eltern zu minimieren. Und auch bei den Kindern versucht sie, Abstand zu halten. Das ist natürlich bei den ganz Kleinen besonders schwierig. Deshalb hat sie sich mit Kolleginnen ausgetauscht, um an Ideen zu kommen, wie alle im Gruppenraum besser Abstand halten können. Aus dem Händereichen beim Begrüßen wurde ein Fuß einschlagen, winken oder nicken. Und auch Begrüßungsvarianten anderer Kulturen werden ausprobiert. Aus dem gemeinsamen Bilderbuchlesen wird eine Art Buchkino oder ein Figurentheater. Und der Lesebereich wurde so gestaltet, dass die Kinder am besten alleine Bilderbücher anschauen können. Anstatt geleitete Aufgaben im Kreativbereich durchzuführen, stellt Marianne den Kindern besonders spannendes Material zum freien Gestalten zur Verfügung. Zum Beispiel Glitzer, Sticker oder besonderes Papier. Um den Kindern das Spielen alleine schmackhaft zu machen, haben Marianne und ihre Kolleginnen viele der Materialien mit Material aus dem Lager ausgetauscht. Neues ist immer eine gewisse Zeit lang sehr spannend. Auch die Spielbereiche wurden so verändert und eingerichtet, dass sie die Neugierde der Kinder wecken und gleichzeitig Spiele fördern, bei denen der Körperkontakt in den Hintergrund rückt. Es gibt viele spannende Tischspiele, Konstruktionsmaterial, Fahrzeuge und Tierfiguren. Außerdem versucht Marianne, den vorhandenen Außenbereich gut zu nutzen, ohne dabei mit Kolleginnen oder Kindern der anderen Gruppen zusammenzustoßen. Natürlich hilft Marianne trotzdem bei Verletzungen, beim Klogang und sie tröstet die Kinder. Daher ist eine komplette Vermeidung von Körperkontakt im Elementarbereich einfach nicht möglich. Deshalb unterstützen auch die Leiterin und Trägerin des Kindergartens Marianne, ihre Gesundheit und die der Kinder zu schützen. Dazu versuchen alle ihr Möglichstes, um die Kinder aufzuteilen und in ihren Stammgruppen zu halten. Einerseits, um eine eventuelle Verteilung des Virus zu erschweren und andererseits, um den Kindern Stabilität zu geben, die sie in dieser Zeit dringend brauchen. An die Eltern wird kommuniziert, die Zeiten zum Bringen und Abholen möglichst kurz zu halten und die Kinder dazu anzuhalten, gleich nach der Ankunft ihre Hände zu waschen. Auch für die Kinder zu Hause haben sich Marianne und ihre Kolleginnen etwas überlegt. So wurden Liedertexte und Bastelanleitungen an der Außenseite des Kindergartens für die Daheimbleibenden zum Abholen bereitgelegt. Außerdem haben sie akustische Grüße der Kinder und Kolleginnen per Sprachnachricht über einen Messenger versandt. Für die Zukunft überlegt sich Marianne, ob sie nicht vielleicht einen Videokanal für die Kinder gestalten möchte. Da sie allerdings selbst nicht aufgenommen werden will, tüftelt sie noch an Ideen. Vielleicht wird sie eine Geschichte erzählen und dabei Bilder herzeigen. So kann sie nur ihre Stimme und Hände aufnehmen. Marianne und ihre Kolleginnen leisten einen wichtigen Teil zur Bewältigung der Krise und zur Beruhigung in vielen Familien. Vielen Dank dafür an alle Menschen, die im Elementarbereich arbeiten.